Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Video von mir, wo ich mich schon eingeschaltet habe. Ja, das war, wir haben wieder fast einen Monat schon gemacht. Das war viel zu tun, leider, um die Ohren. Am Montag gibt es ein Video zu meinem neuen Arbeitsbereich Vorstellungsvideo drehen. Das werden wir am Montag euch machen. Das ist total super interessant. Heute gibt es mit Aufklärung, was bei Flohbeturnier gestohlen Sachen zu erzählen. Das haben wir heute geplant. Und ja, am Montag gibt es ein anderes Video zum Thema an neuen Arbeitsbereichen und Vorstellungsvideo, was ich mache, was wo gewechselt habe. Das erfahren wir erst am Montag und ja, das können wir machen. Führerschein-Videos halt auch schon bereits gedreht. Und ja, gibt es ein. Lasst mir einen Daumen nach oben. Abonnieren sofort nicht vergessen. Und ja, mit dem nächsten Video nicht verpassen können. Und das ist aber viel zu tun, leider, rum in die Ohren. Wegen Fahrschulklären. Lange arbeiten bis 3:30. Und sonst halt ein bisschen Zeit, Videos zu machen. Während der Mittagspause mache ich Videos. Ein einziger Tag machen das Video. Und das haben wir entschieden, eine Aufklärung, was bei Flohbeturnier passiert ist. Das haben wir entschieden heute für geschlossen. Mit Leuten, mit besten Freund von mir. Und das ist nämlich auch super geschlossen. Ja, wir starten jetzt direkt mit dem langen Zeiten Video. Und ja, wir starten jetzt direkt und wir fragen. Ja, Flohbeturnier wurde gestohlen. Der wurde Diebstahl gemeldet. Und Leute sich klauen, das ist total egoistisch. Jemand klaut andere Sachen von anderen Leuten. Und das ist total respektlos und so kann man nicht anderen beklauen lassen. Und das haben wir entschieden, ein Video zu drehen. Das ist nämlich, ja, für andere Leute mitzunehmen, fremden Eigentum mitzunehmen, das geht so nicht. Jemand, das macht, es gibt eine Anzeige dafür bekommen. Und das wird sowas man nicht gedulden, Alter. Ganz ehrlich, Diebstahl. Und das ist Diebstahl, ist so kann man den anderen Leuten Eigentum mitzunehmen. Und das ist nicht total. Das ist wirklich das allerletzte. So kann man nicht anderen beklauen. Einfach Fremdeigentum mitzunehmen. Das ist offiziell tabu. Und nicht um anderen mitzunehmen, wie ein sonstiges Opfer. Das geht gar nicht. Das ist wirklich das allerletzte. Ja, Freunde. Das war's mit unserem Video von Aufklärung bei Flohbeturnier. Was passiert ist. Lasst mir einen Daumen nach oben. Abonnieren sofort nicht vergessen. Wir schreiben einen Kommentar mit uns, sondern hier. Morgen gibt es ein neues Video zum Thema Streitigkeiten zwischen zwei Kollegen aufklären. Das können wir morgen machen. Am Freitag gucke ich weiter. Ja, gucke ich mal überlegen. Immer morgen Abend überlege ich. Und ja, sehen uns beim nächsten Video wieder, Freunde. Bis dann. Tschüss.